Ich war in Ungarn beim Rossmann. Wenn ihr wissen wollt, was ich da gekauft habe, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro. Ja, und ich war mit meinem Mann in Ungarn. Und zwar waren wir da beim Rossmann, weil ich da mal reinschauen wollte. Wir haben geschaut, wo ein Rossmann ist und... Ja, sind hingefahren, circa eine Stunde Autofahrt, das ist okay, finde ich, dass man das ab und zu einmal macht. Und ja, jetzt würde ich euch gerne zeigen, was ich da gekauft habe. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst mir bitte ein Abo da, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Genauso wie über einen Kommentar und einen Daumen nach oben für das Video, wäre ganz, ganz toll. Und jetzt würde ich sagen, wir starten gleich. Ich war in zwei Rossmanns, aber im zweiten habe ich nicht mehr viel gekauft. Das ist dieses kleine Säckchen, das machen wir dann gleich nachher. Jetzt machen wir mal dieses große. Da habe ich schon noch einiges drinnen. Nicht so übertrieben wahnsinnig, aber schon einiges. Ja. Einmal, ja, was ich bei uns dauernd vergessen habe, waren Slipanlagen. Die habe ich dann beim Rossmann mitgenommen, dass ich sie nicht vergesse. Aber das ist halt etwas, was Alltägliches. Ne? Auch was Alltägliches, was ich aber sehr, sehr süß gefunden habe, sind diese Taschentücher in einer limitierten Edition von Alouette. Vierlagig, super weich und reißfest. Und ja, die haben diese süßen Figuren drauf und süße Sprüche, wie zum Beispiel Relax and take it easy, you make me smile und so weiter. Das hat mir gut gefallen. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das zum Beispiel auch einzeln in ein Geschenk reingibt. Einfach nur als nette Aufmerksamkeit. Von Isana habe ich mir so... Beauty-Konzentrat Vitamin C-Ampullen gekauft. Ja, die habe ich schon mal gehabt und die fand ich ganz gut. Also, ja. Und wenn ich schon mal dort bin, muss ich das natürlich ausnutzen und mit Sachen von Isana und so weiter kaufen. Also Sachen, die es bei uns nicht gibt, die habe ich auch nochmal gekauft. Die habe ich dreimal gekauft, das weiß ich gar nicht mehr. So, dann habe ich hier so Tüten, so kleine, jede Menge. Dann hole ich mal alles raus, was ich finde. So, da habe ich einmal eine Isana Tuchmaske Well Aging Power in einer Limited Edition, glättend und regenerierend für einen jugendlichen Teil mit Retinol und pflanzlichen Kollagen. Ich fand, das klingt gut, die muss ich mal ausprobieren. Dann habe ich hier Augenpads von Isana, die schauen so süß aus. Also richtig süß, die habe ich, glaube ich, dann nochmal, ja. Die habe ich dreimal sogar. Und dann habe ich von denen, habe ich zweimal anscheinend, diese Augenpads Panda Love. Auch wahnsinnig süß einfach, ne. Richtig, richtig süß, die mussten einfach mit. Dann habe ich von Isana eine Tuchmaske Hydration Power. Ja, klingt auch gut. Noch eine Tuchmaske von Isana Antioxidant Power. Die ist vitalisierend und feuchtigkeitsspendend für einen strahlenden Glow mit Vitamin C und Camo Camo, was auch immer das ist. Ja, und dann habe ich noch Badesalze, und zwar von Isana, das pures Glück mit Mandarinen- und Buttermilchduft. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Ja. Durchriechen tue ich jetzt nichts, aber ich bin sehr gespannt. Dann habe ich noch die Hard Type mit Mandelduft und weißem Tee. Und dann habe ich noch den Meetheim mit Macadamiaöl. Klingt doch alles richtig gut. Freue ich mich drauf. Dann habe ich hier noch, da habe ich noch mal Augenpads. Und dann habe ich von Isana eine Handcreme mitgenommen. Die Repair mit Panthenol und
Natural Oil Complex, okay, sie soll reparieren und eine lange, beschützen, dass ich das auch irgendwie übersetze. Mir fallen die Wörter dann nicht ein. Ich weiß, was es heißt, aber mir fallen die Wörter nicht ein. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum Make-up, würde ich sagen. Da habe ich mir den River Loves Me Tropical Bronzer gekauft. Den braucht man natürlich auch auf. Ist natürlich für alle Deutschen jetzt nicht so das Highlight, weil das gibt es ja schon länger und haben sicher schon sehr viele. Aber ich habe es nicht und ich bin eben sehr gespannt. Da ist auch ein kleiner Pinsel drauf dabei. Und so sieht's aus und ich würde sagen, wir swatchen das auch, weil ich einfach sehr gespannt bin. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr schöner Ton für mich und da freue ich mich schon drauf, wenn ich den mal ausprobiere. Dann habe ich auch das Loose Blur Powder von River Loves Me gekauft. Das ist das mit diesen vier Kammern mit unterschiedlich färbigen Puder. Das möchte ich auch einfach ausprobieren. Ja. So, dann habe ich noch eine Palette. Und zwar von River Loves Me, die Neon Lights Eyeshadow Palette. Auch zugeklebt. Ja, die ist sehr, sehr bunt. Aber ihr wisst ja, ich liebe bunte Looks. Vor allem im Frühling und im Sommer. Und ja, das kann halt auch ein bisschen warten. Das muss ich nicht. Ich muss das ja nicht gleich sofort schminken. Auf jeden Fall spannende Töne, finde ich. Und bin gespannt, wie die dann am Auge performt. Produkte habe ich noch. So, und zwar habe ich hier von River Loves mit dem Blush Stick in der Farbe Magnolia. Ich finde die Farbe ja sehr, sehr schön auch. Ne? Und den swatchen wir auch gleich. So sieht es aus. Und da lässt sich auch sehr schön verblenden. Der gefällt mir schon mal gut. Dann habe ich hier. Ah, da habe ich einen Glitter Switch Liquid Lipstick noch. Ich weiß nicht, habe ich den dort gekauft oder woanders? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich habe heute habe ich den drauf, den in der Farbe Alice Enchantment. Der ist gerade, den habe ich gerade auf meinen Lippen. Und das ist die Farbe Paradise Power Falls und ist auch eine sehr schöne Farbe. Ich würde dann auch einmal swatchen. Einfach, dass ich euch das zeigen kann. So sieht er aus. Und wenn man dann die Lippen zusammenpresst, glitzert er. Also ich finde einfach die Idee auch schön. Und mir gefällt das total. Jetzt fällt das was drunter. So, dann habe ich nochmal von River Loves Me. Moment, mir fällt gerade alles runter. Von River Loves Me habe ich noch mal einen Bronzer und zwar einen Baked Bronzer. Seine Farbe. Nein, Farbe sehe ich da keinen. Das ist der hier in dieser hübschen Verpackung. Ja, dann schauen wir uns auch gleich an. Wenn ich ihn aufbekomme. Jetzt. Jetzt habe ich ihn. Und er fühlt sich sehr weich an. Aber halt auch sehr, sehr glitzerig. Also, da ist schon sehr viel. Aber schön. Gefällt mir schon.
ich mag sowas. Dann habe ich mir den Super Precise Brow Liner in Ashbraun gekauft von River Loves Me. Der hat so eine Filzspitze. Ich glaube, die Farbe passt richtig gut zu mir. So, dann habe ich von Everline Cosmetics den Magical Perfection Concealer mir gekauft. In der Farbe, gibt es eine Farbe? Irgendwo habe ich da doch eine Farbe gesehen, genau, 01 Light. Kommt in so einer Verpackung, aber den schauen wir uns jetzt an, auf den bin ich echt gespannt. Sieht so aus, und dann kommt in einer Tube. Und jetzt schauen wir uns den an. So, da ist er. Genau. Ja, von der Farbe her kommt das gut hinhauen. Und schaut einmal gut aus. Bin gespannt, wie der dann im Gesicht performt. So, ein Make-up-Produkt habe ich noch, und zwar von Reva Loves mit dem Eternal Sun Ombre Blush. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den noch bekommen habe. Ich finde den so schön. Der erinnert mich an den Blush von Essence, an meinen Lieblingsblush von Essence. Und ja, haben wir gedacht, den muss ich ausprobieren. Hat eben so einen Verlauf. Und den swatchen wir natürlich auch gleich. Oh, der ist schön. Aber sehr, sehr intensiv. Aber eine schöne Farbe. Und man kann ihn auch gut verblenden. Also sieht schon sehr schön aus. Gefällt mir. So, in dem Sack habe ich jetzt noch drei Paar Ohrringe. Und zwar einmal habe ich hier so Katzenohrringe. Die möchte ich aber verschenken wahrscheinlich. Die finde ich sehr süß. Da habe ich nicht vorbeigehen können. Dann habe ich hier so na Spiralen, nein, nicht Spiralen, so na, jetzt fällt es mir wieder nicht ein, das Wort, das gibt es ja nicht, so diese hier diese Ohrringe hier Kreolen, genau, Kreolen, so, da hat mir gefallen eben dieses, das dreiteilige und gewellte und so, finde ich richtig schön. Und freue mich schon, wenn ich sie tragen werde. Und auf die freue ich mich auch sehr. Das sind so filigrane Blüten und Perlen und Steinchen. Und richtig schön finde ich die. Sowas mag ich auch sehr, sehr gern. So, und dann habe ich hier noch ein kleines Säckchen. Da ist aber nicht so viel drinnen. Da habe ich jetzt einmal ein Body Scrub von Organic Shop, Bellini Please, Hydrating Watermelon und Peach. Also auf das bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil Wassermelone und Pfirsich, also das kann ja eigentlich nur gut riechen. Und ja, dann habe ich hier diesen Lip Balm gefunden in einer Einhorn. Das finde ich so süß. Das hat einfach mit müssen. Dann habe ich hier noch ein verfeinerndes Peeling Gel mit Hydrokomplex reinigend und beruhigend von Isana. Ja, ich brauche mal wieder ein Gesichtspeeling und da habe ich mir gedacht, das kommt schon mal mit. Dann habe ich zweimal so Reinigungstücher gekauft. Einmal von Isana, die sanften Reinigungstücher mit einem Zebra. Das hat mich einfach an unser Zebra-Dresche erinnert. Und dann noch einfach, weil mir die Verpackung gut gefallen hat, diese Micellenreinigungstücher 3 in 1. Finde ich die Verpackung total schön.
Und dann habe ich mir noch zwei so Eyeshadow-Sticks gekauft. Eyeshadow-Pencil von River Loves Me, einmal in Sky Blue und einmal in Frozen Denim. Und die swatche ich auch gleich. So. Da haben wir einmal Frozen Denim und einmal Sky Blue. Ich glaube, man kann es gut auseinanderhalten. Hier drüben ist Sky Blue, das ist Frozen Denim. Sehr, sehr schöne Farben. Das gefällt mir gut. Ja. So, das war jetzt mein Rossmann Haul. Meine Hand schaut aus. Ja, ich freue mich sehr über die Sachen und ja, ich kann mir vorstellen, dass wir dann wieder in ein paar Monaten wieder mal hinfahren, einen kleinen Ausflug machen. Es ist einfach schön, auch gemeinsam mit meinem Mann etwas zu unternehmen. Ja, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Produkte aus meinem Haul schon kennt und Erfahrungen damit habt. Freue ich mich sehr, wenn ihr die Erfahrungen mit mir teilt. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben für das Video. Wäre auch ganz toll. Und ja, jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!